Ja, guten Morgen, liebe Dampfmaschinenfreunde. Ja, morgen ist Weihnachten. Wie das Jahr doch rumging, Wahnsinn. Und ein Wetter, herrlich, ne? Braucht kein Mensch, lieber Schnee. So, wir haben das letzte Modell für dieses Jahr, oder heißt vor Weihnachten noch im Angebot. Das ist eine schöne alte D10. Aus den 20er Jahren, 1920er Jahren wird die sein. Ist wirklich noch quasi, also ich weiß nicht, ob die überhaupt in Betrieb war. Ich habe auch Bilder gemacht, wo der Kessel ab war. Kessel hat kaum Ruß gehabt. Der Brennschieber, der ist quasi neuwertig. Also, ne, man kann nur am Brennschieber sehen, dass er an war. Okay. So wichtig immer dieses kleine Modell, das ist ein Valesco D10 Modell. Immer wichtig, dass die Lagerböcke mal ein bisschen drauf gucken, dass sie nicht ausgeschlagen sind. Ne? Weil wenn die rattern ja nur los, gut, das Modell hat wahrscheinlich nicht viel gelaufen oder selten, dann sind die Lagerböcke noch fest. Das stellt ihr fest, wenn ihr Schwungrad nehmt und wackelt mal hin und her. Na, so ein bisschen auch so hoch und runter, weil meist haben die Lagerböcke dann so viel Spiel in der Achse und da sind die richtig ausgeschlagen. Ne? Das ist, ja gut, da muss man die Lagerböcke neu machen. Wir haben die Lagerböcke auch festgemacht mit Schrauben, weil die waren genietet und die waren lose und dann kann man hier das Spiel gar nicht richtig einstellen. Deswegen machen wir immer schön Schrauben rein, dass es richtig fest ist. Das muss schon alles vernünftig sein. So, wir haben natürlich auch wieder ein Regelventil eingebaut. Ich brauche da nichts sagen, ist immer dasselbe. Ich bräuchte eigentlich gar kein Video machen. Ich habe so viele Modelle drin. Aber ihr sollt ja auch von dem Modell, was ihr kauft, immer ein Video haben oder auch ein Video sehen. Weil wir müssen ja auch alles, wie gesagt, testen. Wie gesagt, wir war alles ab. Wir müssen ja auch testen, ob alles wieder dicht ist. Der Kessel ist schön sauber. Das ist mir persönlich mal wichtig, dass alles wunderbar funktioniert. Wir haben hier eine super Pfeife drauf. Macht schön Lärm, wie es sein muss. Mit dem Plastikgriff. Macht aber dicht. Es funktioniert. So, jetzt wollen wir auch mal anfangen, das schnuckelige kleine Modell. Ja, ist schon niedlich, so ein kleiner B10. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn die nur losrattern. Ich will jetzt lieber gar nicht voll aufdrehen, das ist ja Wahnsinn. So, die kleine Wanne passt natürlich nicht viel rein. Wir legen hier mal ein Läppchen rein. Wir haben sie eben mal kurz laufen gehabt, weil ich muss ja testen, dass das Regelventil alles dicht ist. Nicht, dass wir ein Video machen und dann süppt hier, süppt da. Nee, das können wir nicht machen. Aber ich kann sagen, in 99% Fällen ist das Regelventil dicht. Das klappt super. So, wie gesagt, gleich bei eBay Kleinanzeigen, das letzte schöne Modell vor Weihnachten. Ist wirklich eine schöne kleine D10, aber die ist wirklich noch top erhalten. Wie gesagt, ich lege dabei Päckchen Power V-Tabs und Richter lege ich gerne dabei und der Brennschieber kommt natürlich dabei. Wir behalten jetzt natürlich wieder mit Keramikbrenner, wie das in meinen ganzen Videos so ist. Dann bleiben die Kessel schön sauber. Die Wohnung riecht nicht und ihr habt einen schönen Fahrdruck, wenn ihr mal Leistung braucht. Ja, die kleine 10, da könnt ihr schon einige Sachen mit antreiben. Das ist schon nicht schlecht. So, natürlich auch in beide Richtungen. Das ist wichtig, dass es alles ein bisschen locker ist, ausgebalanciert ist. Sollt natürlich nicht zu viel haben. Wenn ihr mal zu viel Spiel habt, dann könnt ihr natürlich noch einen Trick machen, wenn die genietet sind. Ihr nehmt eine Zange und haltet die Riemenscheibe fest. Ne, und das Ganze mal als Rechtsgewinde, dann dreht ihr das ab. Also hier festhalten, da könnt ihr dran drehen, da macht ihr das ab. Und dann könnt ihr das ein bisschen auseinanderbiegen. Also ne, die Lagerböcke sind ja auch dünn, die könnt ihr da ein bisschen biegen, dann wieder drauf, dann ist meist das Spiel schon weg. Oder ihr macht halt eine Unterlegscheibe drunter. Das sollte halt nicht so wüstes Spiel haben. Das kann man ein bisschen ausbalancieren. Ein bisschen Spiel sollen sie haben. Ne, nicht das ganz so enges, dann läuft es auch nicht gescheit. Da müsst ihr schon drauf aufpassen. So, ihr kennt ja meine Videos. Ich mag das halt nicht, wenn die so losrattern. Ich kann ja mal kurz aufdrehen, aber nicht, dass sie da Kommentare kommen. So, macht das Sinn? Nein, macht keinen Sinn. Deswegen bauen wir was rein, ne? Braucht das nicht wieder erwähnen, was ich da reinbaue. Ist immer dasselbe Theater. Valesco macht es leider nicht. Ich weiß es nicht. Wollen nicht, können nicht, weiß ich nicht. Na gut. Wie gesagt, wir machen uns die Arbeit, wir bauen jedes Modell um. Wir haben auch jetzt wieder eine schöne D101 im Auftrag umgebaut, ist sehr schön geworden, ist heute auch rausgegangen. Ja, man kann diese Modelle einfach nicht spielen, ohne die Geschwindigkeit oder den Fahrdruck zu regeln. Das macht einfach keinen Sinn, ne? Ihr wollt ja auch mal ein Kettenkarussell oder irgendwas anderes antreiben und da könnt ihr ja nicht nur volle Pulle. Und das kann man mit dem Feuer nicht regulieren. Vielleicht kann man es ein bisschen variieren, wenn man einen Keramikbrenner hat, aber wenn man dann wieder Leistung braucht, dann ist ja keine Leistung da, weil ihr habt das Feuer ja so runtergedreht. Also nein, Regelventil rein, dann habt ihr, und da kann doch nichts passieren. Ihr habt ein Sicherheitsventil, wo ich immer sage, pass auf, da muss eins rein, keine Schraube reinmachen. Ne? Was soll da passieren? Wenn zu viel Druck ist, die machen bei 1,5, 1,6,
Manche 1,7 machen die auf. Je nach Modell, das kleine Modell braucht sowieso nicht viel. Da könnt ihr mit 0,5, 0,6 Bar wahrscheinlich schon fahren. Viele machen sich auch ein schönes Druckbarometer hier drauf. Kann man auch machen. Die kann man sich im Internet kaufen. Da gibt es immer dieser Peter Drehscheibe bei eBay. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Da kann man sehr gut Sachen kaufen. Und dann könnt ihr das gerne umrüsten. So, wie gesagt, das Modell bei eBay Kleinanzeigen gleich. Wir testen noch ein bisschen. Wir lassen ihn noch eine Weile tuckern. Und dann kann ich sie mit ruhigem Gewissen auch rausgeben. Bei mir geht kein Modell vorher raus, was wir nicht lange noch getestet haben. Ich mache die auch mehrmals mal an. Nicht, dass nur einmal testen, stellt man nach ein paar Tagen fest, oh, da war noch das und das. Habe ich auch schon erlebt. Deswegen immer öfters mal testen. Nicht, dass ihr schöne Modell zu Hause habt und dann stellt ihr irgendwas fest. Dann habe ich nur wieder die Versandkosten an der Backe, weil sie müsst das zurückschicken und das will ich ja auch nicht. Toi, toi, toi. Ne? Auf Holz klopfen, bis jetzt noch keine Reklamation. Und wenn wirklich mal was sein sollte, meldet euch, das ist kein Problem. Könnt ihr auch wieder ankommen oder schickt sie mir wieder zu, wenn irgendwie was übersehen haben sollte. Oder später mal, kann ja mal sein, dass nach zig Jahren mal irgendwas ist, könnt ihr euch ruhig melden, das kriegen wir alles hin. Wir restaurieren die, reparieren die, das ist kein Thema. So, jetzt genießt erstmal die schönen Feiertage, macht euch keinen Stress. Das Wetter ist ja einfach nur herrlich draußen heute. Man traut sich ja gar nicht raus. Ich musste eben zur Post, das war die Hölle. Braucht man nicht wirklich. So, funktioniert doch tadellos. Läuft sehr schön. Und bitte feuert mir nicht zu viel. Nicht, dass da irgendwas wieder reingestoppt wird und die Flammen kommen wieder hier hoch. Ne, ihr macht euch nur den, also der Hebel, der ist ja auch in der Nähe. Wenn hier die Flammen hochschlagen, na gut, dann gehen die Plastikhebel kaputt. Das bleibt nicht aus. Das ist halt dann so. So, läuft sehr gut, bin zufrieden, brauchen wir gar nicht so viel sabbeln heute. Ja, ihr seht, wie schön die langsam läuft. Und was soll passieren? Jetzt ist der Druck zu viel, jetzt pfeift es halt langsam ab am Sicherheitsventil. Ist doch alles gut. So, mit Keramikbrenner sieht es glaube ich mau aus momentan, da gibt es so einen im Internet, aber... Der macht wohl auch nicht mehr viel, der ist wohl älter und ein bisschen kränklich, habe ich gehört. Da ist immer schwer, da ranzukommen. Da müsst ihr mal googeln. Ein Bekannter hat mir jetzt mal einen Link geschickt, aber da waren die ganz schön teuer. Also da 80, 90 Euro und dann noch nicht mal eine Gaskartusche, irgendwas, ein Regelventil dabei. Das ist schon happig. Da muss man sich aus dem Baumarkt, habe ich auch aus dem Baumarkt halt so eine Kartusche holen. Dann bastelt man sich einen Schlauch dran. Muss man natürlich schon professionell machen, dass es kein Gas austritt. Kann man sich auch selber basteln, ne? Ja, was will man machen, wenn man da nichts mehr kriegt im Internet? Da muss man mal googeln. Gibt mal einfach ein Bilesco Keramikbrenner. Da gibt es einige Händler, aber mittlerweile teuer geworden. Ja, aber man braucht ja eigentlich nur einen. Wenn man mehrere Maschinen hat, dann kauft man sich mal einen. Kann man für alle Modelle nehmen. Ihr müsst nur auf die Länge drauf aufpassen. Wenn ihr so ein kleines Modell bespielt, dann rate ich euch, holt euch eine 60er Länge. Das reicht euch. Es gibt natürlich diese 80er oder 100er, aber braucht ihr gar nicht. Ihr könnt, also ich habe diese kleinen 60er. Ich beheize hier wirklich jedes Modell mit. Auch eine 24er, die hat genug Power. Ihr könnt das Gas so aufdrehen, das reicht. Wenn ihr euch mal einen Keramikbrenner holt, habt ihr für alle Modelle ausgesorgt. Sei denn, ihr wollt natürlich mehrere Modelle auf einmal laufen lassen. Na gut, das geht natürlich nicht. Da müsst ihr euch mehrere holen. So, läuft doch prima. Dann kann ich mal zum Abschluss sagen, schönes Maschinchen, gleich bei eBay Kleinanzeigen. Ist doch wieder gelungen, das schöne Modell. Und guckt euch die vielen Bilder an. Wir haben ja viele Bilder gemacht. Gleich wieder Wasser raus. Sei auch mal wieder, wenn ihr fertig seid. Bei diesem kleinen Modell geht es doch schnell. Und auch wenn ihr es auf der Platte habt, macht es nur mit zwei Schrauben fest. Macht die Schrauben raus. Ne? Pfeife raus, Sicherheitsventil raus. Und dann rumdrehen. Schornstein ab und richtig rumdrehen. Alles raus damit. Nicht das Wasser drin lassen. Ne? Die Kessel gammeln euch weg. Habt da keine Freude. Dann kommt ihr an in 10 Jahren. Kessel durchgerostet oder irgendwas. Habe ich alles schon erlebt. Auch wenn manche schreiben, die können doch gar nicht rosten. Ja, gut. Warum rosten die dann durch? Naja, gut. Egal. Ich habe genug Modelle in der Fittiche. Ich weiß, wovon ich rede, was da alles für Murks manchmal gemacht wird. Nee, nee, nee. Und ich habe dann leider die Arbeit und muss alles wieder irgendwie ausbaden. Ne? Bin immer froh, dass ich genug Ersatzteile habe, wenn mal irgendwas ist. Da muss man mal gucken. So, alles klar. So, jetzt gleich wieder 10 Minuten. Ist unser Stichwort. 10 Minuten müssen wir aufhören. Es reicht jetzt. Wie gesagt, schöne besinnliche Feiertage. Nicht streiten Weihnachten. Erfreut euch. Und geht nicht in den blöden Geschenkerwahn.
über. Das ist ja Wahnsinn manchmal. So, dann bis dann, euer Tüftler. Oder wie gesagt, bis zum nächsten schönen Modell. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr alle gesund bleiben. Oder sind, wie auch immer. Naja, wir machen das schon. Alles klar, bis dann. Jetzt genug gesabbelt.